Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mir für dieses Video überlegt, dass es mal wieder ein Shopping-Haul für euch gibt, denn ich habe mir sehr viele Schuhe für den Sommer gekauft und ein paar Oberteile und ein paar Sonnenbrillen und die wollte ich euch einfach zeigen, weil jetzt schon eine Weile kein Shopping-Haul mehr kam und ich mag das ja mega, mega dolle. Und deswegen würde ich auch sagen, wir fangen gleich mal an und ja, wir starten bei dem Laden New Yorker. Genau, wir standen bei New Yorker und zwar habe ich mir da zwei so lange Blazer geholt und einmal in der Farbe, ich finde die so mega cool, das ist ja so ein bisschen Retro-Look zurzeit, so die Mode, aber in diesen habe ich mich so dermaßen verliebt. Ich liebe diese Farben, dieses Dunkelblau mit dem Schwarz und dem Weiß, es ist einfach so schön. Und für dieses Exemplar habe ich, glaube ich, 24,95 gezahlt, ich glaube 25 Euro circa. Und davon habe ich mir nicht nur die Farbe geholt, sondern auch diese Farbe hier. Auch mega, mega schön. Also quasi derselbe, nur mit dunkelblauen Streifen und weiß. Aber auch richtig schön. Auch für 25 Euro circa. Und ja, ich liebe diese Dinger einfach. Und die sind nicht ganz so dünn. Die sind eigentlich so mitteldünn. Mitteldick, mitteldünn. Also richtig angenehm. Ich liebe die einfach total. Aber halt ein bisschen schwerer zu kombinieren. Am besten immer was Gleichfarbiges unten drunter anhaben. Nichts mit Streifen oder irgendwelchen großen Aufdruck, weil sonst sieht es nicht mehr so gut aus. Also lieber irgendwie einfach einfarbig und dann ist es cool. Genau. Ah ja, und dann, was ich noch sagen wollte, ich mache es heute nicht mit Try-On, weil es einfach mega heiß ist und ich dann so verschwitzt wäre, wenn ich die ganzen Klamotten anziehen werde. Deshalb zeige ich dir heute einfach mal so. Ja, genau. Ist auch gut. Hauptsache, ihr seht die Sachen. Und dann habe ich mir bei Socks, das ist ja die weibliche Marke von Camp David, diese mega coole Sweatshirt-Jacke hier geholt. Ich glaube, die hat knappe 50 Euro gekostet. Die war reduziert, da gibt es ja gerade 30% auf alles. Dann sind wir noch in diesem Mehrwertclub und dann habe ich mir die gekauft. Also ich bin ja eigentlich gar nicht so eine Sweatshirt-Jackenträgerin, aber ich habe diese Sweatshirt-Jacke gesehen und war total in love mit diesem Pink hier und hinten sieht die halt auch richtig cool aus. Da steht einfach nochmal Socks mit Glitzerschrift, mit Pailletten und ich finde es so, so, so schön. Und ich habe mich einfach total verliebt in die Jacke und deswegen habe ich die mitgenommen. Und dazu passend quasi habe ich mir dann auch noch ein T-Shirt bei Socks geholt. Und zwar dieses hier mit dem großen, schönen Anker drauf. Und hier ist auch wieder dieses Pink drin, was ich richtig, richtig cool finde. Aber es war unabhängig voneinander, also das habe ich an einem anderen Tag gekauft. Ach ja, die Größen wollte ich noch sagen. Genau, also die zwei Jacken gleich am Anfang, die sind Größe 36. Die Sweatshirt-Jacke ist in S, also auch 36. Und das ist auch in S, das T-Shirt, genau. Und das hat 30 Euro gekostet, aber auch diese 30% habe ich da drauf bekommen. Und dann bin ich ja noch in einem Mehrwertclub und deswegen war das dann gar nicht mehr so teuer und auch richtig, richtig schön. Dann waren wir bei Tom Tyler. Und eigentlich gehe ich nie in den Laden, aber mein Freund hat sich da ganz viele T-Shirts gekauft und ich musste natürlich auch was kaufen. Und zwar einfach nur so ein weißes T-Shirt mit einem Anker drauf, hier in Rot. Ich fand es richtig schön, es ist einfach so ein Basic-Teil. Ja, und es war auch zum Beispiel jetzt von 10 Euro auf 8 Euro runtergesetzt. Ja, habe ich mir jetzt einfach mitgenommen. Und auch in der Größe S. Finde ich auch sehr schön. Dann habe ich mir bei New Yorker ein paar Basics geholt. Und zwar zum einen hier dieses schwarze für 5,99 Euro, also 6 Euro. Ist einfach nur so ein längeres, wo über ein Po geht. Aber es ist echt ganz schön von der Quali her und einfach nur so ein schwarzes, lobbeliges Oberteil. Auch in der Größe S. Dann habe ich mir dieses weiße hier geholt. Das weiße T-Shirt, ich finde das auch richtig schön. Das hat 6,99 Euro gekostet, auch in der Größe S. Und das habe ich auch schon in Grau. Und jetzt habe ich es mir einfach nur in Weiß geholt, weil ich gemerkt habe, dass ich sehr wenig weiße T-Shirts habe. Und ich liebe es einfach im Sommer auch mal hellere Farben anzuziehen. Und daher sehr, sehr schön. Und dann habe ich auch noch das hier mitgenommen. Das war auf 2,99 Euro runtergesetzt. Ist auch in der Größe S. Und ist einfach so ein bisschen längeres. Auch wieder so ein basic weißes Oberteil. Da könnte man auch so einen Knoten reinmachen, damit es nicht ganz so lang runterhängt. Ja, aber für 2,99 macht man nicht viel kaputt. Dann habe ich mir bei Only diesen wunderschönen Pulli hier geholt. Und zwar habe ich den ganz oft auf Instagram gesehen. Den haben ein paar Influencer immer angehabt und ich fand ihn so schön. Und der war aber leider online ausverkauft. Und dann waren wir in Österreich im Urlaub und da habe ich den gefunden. Und zwar habe ich den in der Größe M mitgenommen und der hat 34,99 gekostet, also etwas teurer für meine Verhältnisse, aber ich habe mich so in diesen Pulli verliebt, der ist einfach so wunderschön, die Farben und ja, deswegen musste der einfach mit und jetzt bin ich froh, dass er auch in meinem Besitz ist.
Und dann habe ich noch mir bei Aldi Dinge geholt. Also ich kaufe mir immer Sachen bei Aldi. Ich finde es auch gar nicht schlimm und ich finde die Sachen auch richtig cool und ich stehe da auch voll und ganz zu. Habe ich mir zum einen dieses blau-weiß gestreifte hier mit vorne so einen Knoten geholt in der Größe M. Das hat gerade mal 4,99 € gekostet. Passt aber mega gut mit einer hellen Jeans oder einer weißen oder was auch immer. Und ich finde das Oberteil richtig, richtig schön und ich sage mir für 5 Euro. Und dann habe ich mir auch noch dieses Oberteil geholt. Smile, Life is Beautiful, auch mit so einem Knoten hier unten, einfach auch in weiß mit einer Schrift drauf. Das war von der Kollektion von der Michelle Hunziker und ist auch in der Größe S und hat, glaube ich, 7 Euro gekostet, 6,99 irgendwie sowas. Genau, finde ich auch ganz cool. So, und dann wären wir auch schon bei meiner Bauchtasche. Und zwar habe ich mir jetzt auch noch eine in weiß geholt. Ich habe eine in schwarz, dann habe ich eine in braun. Und nochmal einen in Schwarz. Und jetzt habe ich mir noch einen in Weiß geholt. Die ist ein bisschen dicker und voluminöser, wenn die hier vorne dran ist. Aber ich fand die so schön. Vor allem auch dieser Gurt hier, der hat einfach noch so einen silbernen Glitzerstreifen. Und auch innen hat sie noch so ein Fach zum, mit Reißverschluss. Und noch hier so ein Fach. Ich habe mir auch extra noch einen Gelbbeutel dazu gekauft. Ein bisschen kleineren, weil ich habe immer diese längeren. Und dann habe ich mir noch den dazu gekauft. Den habe ich von Catwalk, also auch von Deichmann. Und die Tasche, die hat 12,95 € gekostet. Ja, und ich finde die richtig, richtig schön. Und weiß geht eigentlich immer, vor allem wenn man jetzt so viel weiße T-Shirts hat. Dann habe ich mir ganz viele Sonnenbrillen gekauft. Und ich kaufe mir immer so billig Sonnenbrillen, weil entweder die gehen irgendwann kaputt sowieso, die haben Kratzer drin. Und ich will halt lieber mehrere haben und einfach eine Auswahl haben, anstatt eine teure. Und da habe ich mir zum einen diese hier gekauft. So sieht die aus, angezogen. Und die ist quasi außen schwarz, aber innen einfach so einen cremefarbenen Ton. Und die hat gerade mal, ich glaube, 8,99 € gekostet. Oder 10, nee, die hat 10 € gekostet. Dann habe ich mir noch die hier geholt. Die finde ich auch richtig cool. Ich wollte schon immer eine, wo sich so ein bisschen spiegelt, wo man nicht die Augen sieht. Und die ist total leicht. Die ist braun und an der Seite sieht es aus wie Holzoptik. Genau. Und die hat auch 10 € nur gekostet. Auch in so einem Ständer. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, wo genau. Dann habe ich hier diese. Die habe ich noch von Berlin. Die hat 20 € gekostet. Aber ich habe mich so in die Brille verliebt. Ich fand die so schön. Die ist einfach hier so grau. Und dann ist da unten ein bisschen hellgrau. Und auch richtig, richtig schön. Dann habe ich mir noch diese hier geholt von New Yorker. Die hat, glaube ich, 8,99 € gekostet oder so. Finde ich auch richtig, richtig cool mit diesem blauen Glaser da vorne. Aber bei denen mag ich nicht eigentlich die Teile hier, weil erstens machen die mega die Abdrücke und zweitens, wenn ich die hoch mache auf meinen Kopf, bleibt es nur so in den Haaren hängen, dass ich mir die nachher komplett rausziehe. Aber trotzdem gefällt die mir. Und dann habe ich mir noch diese hier geholt und die finde ich auch richtig, richtig schön. Auch auf so einem Ständer für 10 Euro. Ja, oder 8. 7,99 €, 8 € sowas, auch in Braun und einfach hier das matte Braun, aber dann auch wieder diese Dinger da, wo ich eigentlich nicht so mag, aber die Brille hat mir gefallen und das ist ja das Wichtigste. So, dann kommen wir zu meiner Schuhausbeute und da beginnen wir einfach mit meinen neu erworbenen weißen Turnschuhen. Ich wollte unbedingt weiße Turnschuhe haben, die einfach schmal geschnitten sind und komplett weiß sind. Und dann habe ich mich einfach in diese verliebt, weil die ähnlich aussehen wie die Adidas-Schuhe. Ach, alle Schuhe, die ich euch jetzt zeige, ist eigentlich von Deichmann, bis auf zwei Paar Flipflops. Aber ansonsten alle von Deichmann. Und die habe ich für 20 Euro erworben. Und ich finde die richtig schön. Schmal geschnitten wie die von Adidas, wollte ich noch sagen. Und daher total in love mit den Schuhen. Und die habe ich mir dann auch noch in Schwarz geholt. Nur sind die halt so glatt, glatte Oberfläche. Und die sind so ein bisschen stoffig. Keine Ahnung, ich kann es mir ganz schwer erklären. Aber ich fand die auch schön, weil die eben auch dieselbe Form haben, genauso schmal geschnitten sind wie eben die Adidas-Schuhe, auch diese schmale Sohle. Und weil einfach die Sohle weiß ist und der Schuh schwarz, finde ich richtig, richtig schön und kann man gut auch zu kurzen Hosen kombinieren, weil die einfach unter dem Knöchel liegen, diese Schuhe. Und dann machen wir einfach hier weiter. Und zwar habe ich die ganz neu, die hier. Die sind von Deichmann, es sind einfach nur Sandalen, aber die glitzern so schön mit diesen Steinchen hier. Ja, die habe ich ganz frisch bestellt und jetzt sind sie gekommen. Ja, Größe 36 wie alles. Also meine ganzen Schuhe sind Größe 36. Und die haben jetzt 24,95 € gekostet. Mittlerweile kosten nur noch 17,95 €. Sehr ärgerlich. Eine Woche später hätte ich bestellen können. Aber ich glaube, es gibt die gar nicht mehr in 36. Deshalb sind sie bestimmt billiger geworden. Aber auch richtig, richtig schöne Schuhe. Dann habe ich mir noch diese hier geholt. In weiß. Finde ich auch richtig schön. Ich wollte unbedingt weiße Schuhe und die sind auch total bequem. Die halten super gut am Fuß dran. Und ich weiß gar nicht, was die kosten. Ich glaube, ich habe 15 € gezahlt. Mittlerweile kosten die, glaube ich, 11,95 €. Die sind runtergesetzt worden. Aber ja,
Das kann man nicht viel zu sagen. Finde ich auf jeden Fall sehr schön. Dann habe ich mir diese Schuhe hier geholt. Das ist so, so roséfarben. Finde ich auch richtig cool mit einer weißen Sohle. Die waren von 24,95 auf 17,95 runtergesetzt, als ich die gekauft habe. Und die glitzern auch so schön mit so Glitzersteine. Ja, auf jeden Fall auch sehr schöne Sommerschuhe. Dann habe ich mir etwas höhere geholt. Die habe ich mir damals in Berlin gekauft. Ich fand die so schön. Ich habe die gesehen und mich total in die Schuhe verliebt. Die haben Tatsache 40 Euro gekostet, aber ich konnte die einfach nicht zurücklassen. Die Farbe ist einfach Wahnsinn mit diesem Weiß und Silber. Die sehen einfach so schön aus. Ja, und die sind jetzt einfach für besondere Anlässe, Hochzeiten oder wenn man mal essen geht oder keine Ahnung was. Nicht jetzt gerade für den Stadtbummel, sind sie sehr hoch. Aber ansonsten ein wunderschöner Schuh, kann man sagen. Auch von Deichmann, genau. Dann habe ich mir auch noch die Schuhe, die ich euch gerade hier in diesem Rosé-Farbton gezeigt habe, auch in schwarz geholt. Diesen komplett schwarzen, auch mit diesem Glitzerstein obendrauf. Und auch für 17,95, also runtergesetzt. Und die Schuhe, die ich euch schon in schwarz gezeigt habe, mit den Steinen hier obendrauf, habe ich mir auch noch in Rosé-Farben geholt. Das ist ein bisschen anderer Ton wie der hier, ein bisschen heller. Bisschen hauttonmäßiger und die haben jetzt 17,95 gekostet, aber auch ein wunderschöner Schuh. Und zu guter Letzt habe ich mir auch noch Flipflops geholt und zwar bei New Yorker. Die waren 4,99 € gekostet, aber ich finde, die sehen so cool aus, diese holzartige Sohle mit diesem Muster drin und dann das Geflochtene. Ich finde die richtig, richtig schön und die musste ich mir natürlich auch noch in Schwarz holen. Also beide für 4,99 € und echt schöne Flipflops, die man auch mal so anziehen kann. Also muss man nicht immer an den Strand oder so anziehen. Und jetzt habe ich das so viel gesprochen, jetzt kann ich nicht mehr. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir auch gerne was unten in die Kommentare. Und vergesst auch unbedingt das Abonnieren nicht. Darüber freue ich mich am meisten. Und was ich natürlich noch dazu sagen kann, die Sachen sind eigentlich alle so gut wie aktuell, bis auf die Sachen von Aldi, glaube ich jetzt nicht. Aber ansonsten sind alle noch sehr aktuell. Ich sage ja, die Brillen, die kann ich euch gar nicht sagen. Ihr müsst einfach mal in diesen Ständer gucken. Da sind ja immer coole Brillen dabei irgendwie. Ja, und deswegen, falls ihr Lust habt, die Schuhe euch nachzukaufen oder auch ein paar von den Klamotten, dann könnt ihr jetzt losgehen. Die gibt es bestimmt noch im Laden. Und schaltet auch wieder am Sonntag um 12 Uhr ein. Bis dahin sage ich Tschüss. Mwah.